Mein Team hier im Mühlenkamp ist einfach ganz besonders. Die sind untereinander fantastisch, die sind miteinander fantastisch, die sind zu den Kunden einfach so orientiert und so besonders und liebevoll. Es ist eine Einmaligkeit eigentlich hier im ganzen Stadtteil. Wir haben eine sehr bunte Truppe. Alle Altersbereiche bunt gemischt, von einem im hohen Rentenalter stehenden Mitarbeiterin bis zu ganz jungen Vögeln sind alle mit dabei. Aus aller Herren Länder, da sind wir echt verdammt stolz drauf. Wir wollen auch Artikel und tolle Produkte verkaufen, die natürlich uns einmalig machen. Die bunt und flippig sind, die auch besonders sind, die in fernen Ländern hergestellt werden, die auch um die Ecke hergestellt werden, die von verrückten Leuten mal ausprobiert werden bei uns. Ganz, ganz, ganz frische Produkte stellen wir auch dann lieber selber her. Ganz neu bei uns haben wir an der Salatbar, vorne in unserem Frische-Bereich, eine SB-Suppenstation. Drei frisch gekochte Suppen mit tollen Zutaten bei uns aus dem Geschäft. Wir haben im Laden auch eine Kaffeeröstmaschine stehen. Ich liebe es schon, diese ganze Vielfältigkeit und diese Bandbreite zu handeln. Wir wollen für unsere Kunden eigentlich schon Vorreiter sein und möglichst wenig unnützes Verpackungsmaterial anbieten. Gute Dinge schauen wir uns immer gerne auch von anderen an, ganz klar. Vorreiter müssen aber wir sein, wir bei uns vor Ort. Wir müssen unseren Kunden das näher bringen, wir müssen das vielleicht das eine oder andere erklären. Wir müssen das andere auch mal gegen Widerstände versuchen durchzudrücken. Wir haben auch schon viele Kunden mit auf den Weg mitgenommen, die am Anfang skeptisch waren, die ihre Plastiktüte im Obst und Gemüse unbedingt haben wollten, weil sie meinten, sie würden es nicht heil nach Hause bekommen. Die Zukunft sieht tatsächlich so aus, dass wir noch mehr Dinge machen wollen, die halt andere aus Personalnot oder aus Schwierigkeiten nicht machen können. Noch mehr kleinere und direkt hergestellte Produkte anbieten. Also das ist unser Grundbedürfnis, uns einmalig weiterhin zu machen.